Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video mit Marcel Fischer. Hallöchen. Es gibt eine kleine Änderung, Herrschaften. Die gleich folgende Hotlap und das 5-Runden-Rennen in Ungarn entgegengesetzter Fahrtrichtung werdet ihr ohne meine Kamera sehen. Denn es ist nämlich so, dass ich das Ganze für euch in der Wiederholung dann aufzeichnen werde. Und dann werde ich das Ganze auch nochmal anhand der Daten, die ich gesammelt habe, für euch absprechen und dann unten links in der Ecke noch einblenden. Ist auch für mich einfacher, weil wenn ich hier so sitze, so am Fahren bin und auf dem Monitor dann immer so achte, das möchte ich in Zukunft vermeiden. Und dann würde ich mal sagen, let's go mit der Hotlap. Die Eröffnung des Kurses war 1986. Der Architekt heißt István Papp. Andere Rennserien fahren oder fuhren auch dort. Die Streckenlänge beträgt 4381 Meter. Kurvenanzahl 14, 7 Links- und 7 Rechtskurven. 70 Runden werden am Sonntag gefahren. Früher waren es sogar bis zu 77 Runden, da die Strecke kürzer war. Die Bestzeit ist 1:16.627, gefahren von Hamilton aus dem Jahre 2020 mit seinem Mercedes W11. 36 Grand Prix fanden in Budapest bisher statt. Der Fahrtag ist bis mindestens 2026. Der Höhenunterschied beträgt 36 Meter. Der Anstieg beträgt 6,2% und das Gefälle 7%. Die Start-Zielgerade hat eine Länge von 789 Meter. Die Reifen, die am Wochenende gefahren werden, sind C2, C3 und C4. Die minimalen Startreifendrücke betragen vorne 22 PSI und hinten 18 PSI. Und die Sturzeinstellung beträgt vorne minus 3,5 Grad und hinten minus 2 Grad. Und nun viel Spaß mit einem Rückblick in die Vergangenheit. So, beginnen wir mit dem Jahre 1988. Senna vs. Prost in Kurve 1. Der Franzose überholt zwar den Brasilianer, doch Senna gewann den Ungarn Grand Prix dann trotzdem. Vier Jahre später, also 1992, Menzel macht den Ungarn seinen Titel klar, nachdem er 8 von 10 Rennen gewonnen hat. Ihm reicht ein zweiter Platz beim Großen Preis von Ungarn. Fünf Jahre später, 1997, ein Bauteil, was nur wenig wert ist, verhindert Hills Sieg im Arrows wenige hundert Meter vor dem Ziel. Das stellte sich nämlich als Hydraulikleck raus und Schumacher gewann das Rennen. Ein Jahr später gewann Schumacher dank einer brillanten Strategie von Chefstratege Ross Brawn, der gesagt hat, du wirst keine zwei Stops absolvieren, sondern drei, und damit hat man sogar McLaren geschlagen. Sieben Jahre später, im Jahre 2005, ich denke mal, das Bild kennt ihr irgendwoher, Clean im Red Bull wird von Villeneuve sauber in Kurve 1 umgedreht. . 2006, Button gewinnt seinen ersten Grand Prix in nasstrockenen Bedingungen und das Ganze auch noch von Platz 14 aus. .
2007 McLaren internes Duell in der Qualifikation. Alonso zögert in der Box nämlich so lange, um Hamilton an einer Runde in der Qualifikation zu hindern. Doch die FIA fand das nicht ganz so witzig und hat dem Spanier dann eine Strafe von 5 Plätzen zusätzlich gegeben. Tags darauf hat Hamilton den Ungarn Grand Prix 2007 gewonnen. Ein Jahr später, Massas Ferrari gibt 3 Runden vor Ende den Geist auf und McLaren-Pilot Kovalainen holt seinen ersten und einzigen Karrieresieg. . 2009, Massa bekommt in der Qualifikation die Feder von Barrichellos Boliden ab und wird schwer verletzt, muss die restliche Saison pausieren. Badoer ersetzte ihn damals für 2 Rennen, lieferte nicht gut ab, dann kam ein gewisser Fisichella. Im selben Jahr holte Hamilton nämlich auch seinen ersten Sieg in einem Auto mit der KERS-Hybrid-Technologie, denn bis zu dem Punkt lief McLarens Saison gar nicht. . 2010, das Bild habt ihr wahrscheinlich alle noch im Kopf, Schumachers extrem hartes Verteidigen gegen seinen Ex-Teamkollegen Barrichello, der ihn beinahe bei hoher Geschwindigkeit gegen die Boxenmauer gedrückt hat. Elf Jahre später, und damit komme ich auch zu meinem letzten Punkt und auch ausführlichsten Punkt, Ocons Premierensieg nach einem völlig verrückten Ungarn Grand Prix, der wie folgt aussah. Bottas hat am Start nämlich eine Massenkarambolage ausgelöst, nachdem er sich verbremst hat und mehrere Fahrer den Grand Prix aufgeben mussten. Beim Restart war Hamilton der einzige Fahrer im Grid, der sich noch die Inters aufgeschnallt hatte und dann alleine losfuhr, während der Rest des Feldes nämlich schon Slicks drauf hatte und ihm hinterherfuhr. Hamilton startete eine wirkliche Aufholjagd, bis zum Punkt, wo ein gewisser Alonso im Alpine vor seiner Nase stand, denn er kam rundenlang überhaupt nicht am Spanier vorbei. Irgendwann hat das Ganze dann geklappt, aber das reichte nicht, denn Alonsos Teamkollege Ocon holte damit seinen ersten Rennsieg überhaupt. Hamilton wurde schlussendlich dann Zweiter. So, liebe Community, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Gerne den Kanal supporten, wenn ihr das möchtet. Und jetzt würde ich an eurer Stelle mal auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken, denn da kommt ihr zum Video von Marcel Fischer. Ich sag mal so viel, also es ist eigentlich völlig bekloppt. Er hat das Video, was er eigentlich in Österreich bringen wollte, nochmal getoppt und das hier in Österreich. Wie? Das werdet ihr erfahren, wenn ihr auf den Link klickt. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao. Tschüss.